Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, wir sind hier momentan wieder in Weißlauf. Wir stehen hier direkt, vor Prisenheim. Wo ist der Eingang? Da. Zack, nicht vor dem Eingang von Prisenheim, sondern vor dem Tempel von Kynareth. Wir haben ja das letzte Mal, das Harz abgegeben bei Danica. Und dementsprechend, ja, müsste sie sich eigentlich freuen. So, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, schauen wir mal ganz, ganz kurz, wo der Laden ist. Einmal eine Karte, bitte. Und zwar eine lokale Karte. Danke. Tempel. War nicht hinten, ne? Halle der Toten. Übrigens, das ist jetzt die Halle der Toten, wo wir schon mal drin waren, ne? Wo dann entsprechend mitunter auch mal ein paar neue Urnen oder Gräber auftauchen. Falls mal Leute hier aus dieser Stadt sterben. So, aber nichtsdestotrotz, ich suche immer noch den Gemischwarenladen. Aus Kadaumene. Wachunterkünfte. Leute, wo ist denn jetzt? Ach du Gott, da drüben, komplett auf der anderen Seite, ne? Na gut, wenn wir jetzt hier durchlaufen. Eventuell. Weil da ist ja die Mauer, ne? Naja, trotzdem können wir erst einmal den Laden suchen. So, hier haben wir den Eingang. Was benötigt ihr, mein Freund? Ich brauche den Laden, wenn du schon so genau fragst. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. So, wir wollen natürlich nicht hier einbrechen. Deswegen müssen wir mal ein bisschen ruhen. Was zweites Herzfeuer? Okay. Dir das. 10.28 Uhr. Moment, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Ich hoffe mal, 10 Stunden reichen jetzt. Ich hoffe es einfach mal. Wir probieren es aus, Leute. Ansonsten müssen wir uns gleich nochmal kurzzeitig ein bisschen ausruhen, aber das soll ja nicht das Thema sein. Klar, wir hätten jetzt auch zurück ins Haus gehen können, ja, und uns dann dort noch quasi so ein bisschen kleinen Segen holen können. Und tatsächlich, wir brauchen noch ein Stündchen. Ich habe hier einige gute. Oder zumindest mal ein halbes Stündchen. So, dann schauen wir mal. Jetzt ist er da, endlich. Gott sei Dank. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn ja. Nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich habe noch einiges im Lager. Ja, klar. So, was hast du denn da? Höhlenbärenbälle. Wir nehmen jetzt einfach mal alles mit, ne? Bellator, weil du das ja immer so schön ankündigst. Ja. Wenn ich eine Schwester hätte, würde ich sie euch im Handumdrehen verkaufen. Trollschild. Okay. Wisst ihr was? Wir tun erstmal mit Lydia reden. Immer noch da. Ja, das ist schon mein Liebelein. Wie kann ich euch dienen, Tane? Wir nehmen ihr jetzt im Endeffekt eigentlich nur mal ein paar Sachen schon mal weg. Warte mal, die fallen natürlich nicht. Die Lederarmschienen können wir nehmen. Den Sturmmantelhelm. Eigentlich alles, was sie jetzt nicht wirklich brauchen. Und dann schauen wir mal, was wir verkauft bekommen. So. Geht ihr voran? Ja, gerne doch. Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ihr ihn verkaufen wolltet. Nur ein kleiner Scherz. Johohohoho, Pelletor, so langsam. Ja, so langsam wird dein Spruch alt, ey. Naja, ist egal. Was haben wir denn jetzt im Angebot? Also von ihm, ja, Bücher. Könnten wir von ihm jetzt eigentlich auch noch welche kaufen? Die könnten wir uns schon mitnehmen, wenn wir wollten. Vor allen Dingen, falls es doch noch irgendwelche Dinge gibt, ja. Die Upper Quests zum Beispiel, ne? Die muss uns nicht wissen. Deswegen, wisst ihr was? Wir kaufen einfach mal die ganzen Sachen hier. Der Niedergang, Nachtigallen, erlesener Geschmack. Heldenmut hat man, glaube ich, noch nicht. Zack, Redekunst verbessert. Okay. Zauberbuch, Raserei hat man, glaube ich, auch noch nicht. Aber Eichenhaut hat man doch schon, oder? So. Wir hingegen verkaufen jetzt. Ja, was verkaufen wir denn Schönes? Erstmal die Waffen, würde ich sagen. Wobei, ne, erstmal die Bekleidung. Blaue Magierrobe zum Beispiel. Die Eisenpanzerhandschuhe. Müssen nur gucken, dass der nette Bellator, ja, nicht übervorteilt wird. Das wäre nämlich gar nicht so toll. So, schwarze Magierrobe mal 10.
Ja, und schon hat er nämlich gar nicht mehr so viel. Der ist meine ich nämlich, ne? Also hier muss man dann wirklich tierisch aufpassen. Oder ich besser gesagt, sollte hier tierisch aufpassen. So, Notchwert, kaiserliche Bogen der Verbrennung. Warte mal, das kann man verkaufen. Stab des Frostbisses. Nesselfluch, okay. Ich glaube, Nesselfluch behalten wir auch mal lieber. Stab des Frostbisses, Schutzgeist, okay. Tada, tada. Ja, gut, okay. Okay, alles klar. Bitte kommt wieder. Na klar, wir kommen irgendwann mal auf jeden Fall wieder. So, mal eben kurz ins Inventar geschaut. Den Rest müssen wir natürlich jetzt erstmal ins Häusle bringen, bevor wir überhaupt uns irgendwohin aufmachen. Ich denke mal, so viel ist klar. Ich möchte jetzt aber ganz kurz fix mal bei den Büchern reinschauen. So, zack. Weil, wie gesagt, es kann ja immer noch sein, dass hier irgendwas ist. Ja, das ist natürlich auch wieder... So, für die Leute, die es natürlich jetzt, ne, zack, lesen wollen... Der mal eben auf die Schnelle, aber ich glaube, so großartig haben wir jetzt auch nichts. Was, ja, ein Quest oder sowas, ne? Finde ich schade, dass wir da jetzt noch nichts gekriegt haben. Band 3. Ist natürlich alles hier drin, Leute, ne? Aber wie gesagt, irgendwann mal, ich mach ein Special dazu, zu den ganzen Büchern. Oh, und ich sehe es schon, wie mein Mund einfach noch immer trockener wird dann. Ah ja, okay. So, Brief von Jan und Sidker. Was ist jetzt hier? Ey, zurück. Gehen wir zurück. Was ist denn hier los? So. Den kennen wir natürlich auch schon. Logischerweise. Das Amulett der Könige. Okay, da haben wir ja einiges schon hier drin wieder, ne? Erlesener Geschmack vor allen Dingen. Das kennen wir noch nicht. So, Moment. Zack. Der Feinschmecker. Ja gut, okay. Wisst ihr was, Leute? Wie gesagt, das tue ich jetzt einfach alles gleich mal in die Truhe rein. Bei mir im Haus, beziehungsweise bei uns im Häuschen in Priesenheim. Ganz kurz schauen auf die Karte. Wo muss man denn lang? Priesenheim, das war hier. Also einmal wieder umgedreht. Ja, genau. Hier vorbei. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Was ist die Dämmerwacht? Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Ich habe nichts von einer Vampirbedrohung gemerkt. Ihr scheint nicht zuzuhören, wie fast alle anderen hier. Habt ihr nicht gehört, dass die Halle der Wachsamkeit von Vampiren zerstört wurde? Sie haben die Bedrohung nie ernst genommen. Und jetzt mussten sie dafür zahlen. Ist ja gut, mein Freund. Wächter, Dämmerwacht, wovon sprecht ihr? Wächter jagen hauptsächlich Anhänger der Dedra. Deswegen traf es sie besonders hart, als sie gegen die Vampire vorgegangen sind. Deshalb hat unser Anführer Isran die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen. Wahre und ernsthafte Vampirjäger. Okay, alles klar. Ja, Vampire töten, wo kann ich denn das schreiben? Ihr werdet Isran gefallen. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Rifton, und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. Okay, alles klar. Dankeschön, Turak, für diesen Hinweis. Nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt erstmal nach Priesenheim, bevor wir uns entscheiden, wo wir als nächstes hinwandern. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Also, ja, danke. Das ist eine schöne Information, brauche ich gar nicht zu wissen. Gut, 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 gut. Also, da ist die Lucy, ne, kleines Mädel. Einmal der Schrank hier, ne. Warum? Okay, ne, da war es gar nicht. Der war es gar nicht. Da müssen wir rein. Einmal der Zeug in die Kommode. Waffe. Huch, hallo. Einmal die Waffen da rein. Also genau, ist ja immer noch ein Questobjekt, das müssen wir auch noch ins Schloss bringen. Alles klar. So, Stab des Frostpisses. So, Bekleidung. Zack. Zack. Die Stiefel können wir noch weg. Alles klar, dann haben wir das auch schon raus. Zaubertränke. Ja, können wir eigentlich drinnen lassen, soweit, denke ich mal. Des Beschwörers. Beschwörungszauber verfügen.
Ja gut, komm, weg damit. Das brauchen wir jetzt im Moment nicht. Das können wir lassen, das können wir lassen, das können wir lassen. Okay, alles klar, das lassen wir. Was haben wir denn noch? Schriftrollen, das können wir auch noch drin lassen. Essen ist natürlich klar, da haben wir einiges drin, immer noch. Und ich habe eigentlich auch nicht unbedingt zwangsweise vor, das rauszutun. Zutaten könnten wir höchstens noch ein paar wegtun. Wobei, na, letzten Endes können wir das eigentlich auch alles behalten. Vor allem könnten wir es auch mal ausprobieren, ne? Oh, zack. So, Anfälligkeit für Frost entdeckt, alles klar. So, zack, das können wir noch nicht. Ich weiß nicht, blutende Krone, wenn wir da noch was genug für futtern, können wir da noch was entdecken? Nee, offenbar nicht. Okay, schade. So. Okay, dann legen wir das halt erstmal ab. Ja, ablegen. Dieselzweig, tun wir ablegen. Drachenbaum. So, da natürlich 6 Stück. Ektoplasma, alles klar. Wer weiß, wo ich das herbekommen hatte. Frostsalze, Hexenrabenfedern. Hexenrabenklaue. Eine Honigfarbe, alles klar. Ausdauer wiederherstellen, leichte Rüstung. Hängemoos. Das haben wir noch aus dem Ahnenschimmer-Heiligtum, ne? Ich esse bei Trauben. Knoblauch kennen wir mittlerweile auch schon. Knochenmehl kennen wir. Das kennen wir noch nicht. Lavendel kennen wir schon. Magisches Leichentuch. Okay, Namiras Fäulnis kennen wir auch schon. Orange Pfeilfedern. Pfahlwurzel. Schuppenschwamm. Dann nehmen wir auch ein Todesglockenblumen. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach mal so probieren soll. Ja, komm, wir probieren es. Ne? Gesundheit senken. Ja, ist alles klar. Okay. So. Oh, weiße Kappe, die haben wir auch schon reingelegt. Alles klar. Die Bücher machen wir gleich. Und sonstiges. Was haben wir denn hier? Eine Kinderpuppe. Ach, die können wir Lucy geben eigentlich, ne? Kleiner Seelenstein. Den können wir auch noch ablegen. Genau wie den. Den Rubin. Den können wir auch weglegen. Die Säge legen wir auch weg. Kommt, was soll es denn? So, winziger Seelenstein. Die packen wir auch weg. So, das ist ein Questgegenstand. Und die Kinderpuppe, die schenken wir jetzt gleich erstmal Lucy. Nachdem wir die Bücher natürlich abgelegt haben. Ja, alles klar. Zack, das war noch die Wirkung von dem ganzen Zeug, was ich da mir reingepfiffen habe. Macht man natürlich. Mache ich auch immer so zu Hause. Ne? Wenn ich irgendwas finde, erstmal ab in den Mund geschoben, ne? Durchgekaut und runtergeschluckt. Und im Endeffekt, ja, lebe ich ja immer noch, ne? So, alles klar. Das hätten wir. Mal ganz kurz hier reingeschaut. Und was stellen wir fest? Natürlich gar nichts. Was wollte ich denn schauen? Genau, Traglast. 160 von, ja, ist jetzt nicht unbedingt die Welt, was wir jetzt übrig haben. Aber Lucy, komm mal her. Wo bist du denn? Das ist das Hoppelhäschen. Oh. Papa. Ich hab was für dich, Lucy. Was ist denn? Jo, eine Kinderpuppe. Ja, natürlich, geben. Geschenk aus Nächstenliebe hinzugefügt. Okay, alles klar. Aber was macht sie jetzt? Keine Ahnung, was sie da macht. Ach, ihre Puppe, ne? Die haben wir ihr jetzt geschenkt quasi. Okay, ich bin mal gespannt, ob das überhaupt irgendwas bringt, ja. Rohe Kaninchenkeule, alles klar. Das sollte man vielleicht wieder einlegen. Weil das ja eigentlich wurscht ist. Wildbret. Brot. Gott, Leute, wenn ich das hier so sehe, ne, dann müssen wir sonst wie reich sein, also Lucia und ich, oder, keine Ahnung, hat sie vielleicht noch einen heimlichen Verehrer, ja, der ihr das ganze Zeug vorbeibringt, ich weiß es nicht. Okay, Leute, ne, ja, nichtsdestotrotz, wir können mal vielleicht auch noch eine Stufe aufsteigen, ja, zur Not machen wir halt mal so eine Folge, einfach mal zwischendurch, wo dann halt nur sowas passiert, ne? So, Gesundheit, Magiker, Ausdauer, was machen wir denn? Ich glaube, über die Gesundheit wäre ich ganz gut beraten. So, zack. Und jetzt brauchen wir noch eins. Ja, ein Talent zum Verbessern. Beschwörung, Zerstörung, Wiederherstellung. Ja, Schmiedekunst, da müssen wir erstmal wieder was machen, bevor wir da überhaupt irgendwie was vergeben können. Ne? Schwere Rüstung vielleicht. Ja, da kommt auch nichts weiter. Erfordert 40. Achso, schwere Rüstung 27. Erfordert aber 40. Ja, Blocken. Wie sieht's da aus? Da könnte man eins machen, ja, da machen wir Blocken. Würde ich sagen, ja. So, dann haben wir das schon mal, zumindest in der Hinsicht.
Und dann können wir so langsam mal schauen mit den Quests. So, wir hatten hier nämlich eine Quest. Bringt das Schwert zu Proventus Avenici. Das machen wir auf jeden Fall auch noch in diesem Bad. So, und der müsste ja jetzt rein theoretischerweise... Der sollte eigentlich... im Schloss oben sein, ja. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Ja, das ist schön. Das ist schön. Mach du damit mal weiter. Der lange Winter ist, ja, ist klar. So, wir gehen trotzdem hier hoch. So, Tele. Alles klärchen. Auf in die Drachenfeste. Da waren wir auch lange nicht mehr. Schon viel zu lange eigentlich, ne? Ja, ist jetzt rechts oben, ne? Stufe 11. Ist auch nicht mehr so weit hin. Nichtsdestotrotz, wir schauen jetzt erstmal nach Avenici. Wo bist du, Avenici? Wo ist sie denn? Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Ach, da bist du ja schon. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Joa, ich habe ein Schwert für euch von eurer Tochter. Adrian? Mhm. Ah, das muss die Waffe für den Jarl sein. Das arme Mädchen gibt sich solche Mühe, sich zu beweisen. Ich werde Balgruuf die Waffe überreichen, wenn er bei besserer Laune ist. Jo. Gott Dank. Bitte nehmt diese Münzen als Belohnung für eure Dienste. Och, danke schön. Ja, wäre ja nicht notwendig gewesen. 20 Stück, hey, du Hallo-Tri, hey. So. Ich würde gerne mein Zuhause einrichten. Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Jo, danke. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Ja, ist schon gut, ich brauche kein Bewässer. Haben wir alles schon gekauft, was es jetzt zu kaufen gibt? Ernsthaft? Okay, ist schon gut, ich brauche gerade keine Deko. Wie ihr wünscht. Kommt wieder, wenn ihr neue Dekorationen für euer Zuhause erwerben wollt. Ja, okay, alles klar. Ich weiß nicht ganz... Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Ja, danke schön, Avenici. Danke schön, danke schön. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Was benötigt ihr? Gar nichts, danke. Wenn ihr mich jetzt... Sorry, Leute, ich muss nur einfach nochmal gucken, ob Dace was dazu zu sagen hatte mit dem Schwert und hast du nicht gesehen, aber... Hat er ja offenbar nicht. Das heißt im Endeffekt, wir können eigentlich hier wieder rausgehen. Ja, zumindest mal haben wir das Schwert jetzt abgeliefert. Das ist auch schon mal eine gute Sache. Jetzt stellt sich trotzdem die Frage, was machen wir denn jetzt noch als nächstes? Wir hatten ja das mit der Rotwart und fällt mir gerade ein. Ist das auch hier gewesen, Leute? Gehre zu Klimek zurück, sprich mit dem Jarl von Falkenring, finde Raiders Überreste. Wo ist denn das? Die verbotene Legende? In höchster Not. Eine Gruppe, die sich selbst die... ist auf der Suche nach einer Rotwartonin im Weißlauf. So, warte, das machen wir jetzt auch mal ganz nebenbei so... Ach so, findet die Rotwartonin. Alles klar. Ehrlich, die müssen wir dann halt quasi so suchen. Ja, allzu viel Zeit haben wir auch nicht mehr, deswegen... Mein liebster Sohn, sorg mal ein wenig mit. Ich habe nichts getan. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Was nur an mir ginge, ja. Ja, dann red du mal weiter. Nein, Leute, also viel Zeit haben wir ja nicht mehr, deswegen würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle doch einfach mal schon diesen Bad. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wenn dem so ist, Leute, ihr wisst Bescheid, ne? Ein Däumchen nach oben und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dann, Leute. Ciao.